Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst einmal herzlich bedanken. Zunächst einmal bei der Ingrid Böhler für die freundliche Einleitung und Vorstellung, aber auch überhaupt für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Es ist immer wieder Vergnügen, nach Innsbruck zu fahren. Noch dazu bei dieser wunderbaren Landschaftskulisse, grüne Mittelgebirge, graue Hochgebirge mit weißen Schneespitzen und dann der blaue Himmel. Also es gibt wenig Dinge, die schöner sind als das. Ich möchte mich aber auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich am späteren Nachmittag bei diesem herrlichen Wetter überwinden können, sich in einen Hörsaal zu setzen. Trotz starker Konkurrenz, nicht nur außerhalb der Uni, nämlich das schöne Wetter, sondern auch innerhalb der Uni. Ich habe gehört, zeitgleich findet ein Vortrag des Altlandeshauptmanns Herwig van der Staar statt. Ich weiß nicht, sind Sie sicher, dass Sie in der richtigen Vorlesung sind? Okay, also wenn jetzt eine größere Masse da den Hörsaal verlässt, dann waren Sie im falschen Hörsaal, aber offenbar ist das nicht der Fall. Ja, im Rahmen dieser Ringvorlesung, wo es um den 100. Jahrestag der Gründung der Republik, damals noch Deutsch-Österreich, geht, bin ich eingeladen worden, zu einem Thema zu sprechen, das für diese Jahre 1918 und ein paar Jahre davor und ein paar Jahre danach sehr prägend war, nämlich die Versorgungskrise, vor allem die Krise im Hinblick auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln, sodass der Titel meines Vortrags lautet Der hungernde Volkskörper. Es geht also um diese Umbruchsgesellschaft Österreichs, wobei ich etwas in die Spätphase des Ersten Weltkriegs zurückgreifen werde und auch in die erste Nachkriegszeit vorgreifen werde. Aber beginnen wir mal in der Gegenwart. Kennen Sie Ihren BMI? Ihren Body Mass Index? Diese Grafik, die ich da ausgewählt habe, habe ich von einer Ernährungsberatungsfirma entnommen, von der Homepage. Dort findet man diese Darstellung, die es eben ermöglicht, sich selbst da einzuschätzen, ob man Normalgewicht hat oder ob man drunter oder drüber ist. Das Normalgewicht ist so bei BMI von 20 bis 25 angesiedelt. Viele oder die meisten von uns werden da in dem Bereich drinnen liegen. Manche sind drunter, haben Untergewicht laut dieser Klassifizierung. Andere liegen drüber. Ich muss gestehen, ich liege drüber. Also mein BMI ist irgendwo so zwischen 26 und 27. Bin also übergewichtig nach dieser Klassifizierung. Etwas Übergewicht steht hier netterweise. Also eine Klassifizierung, die in gewisser Weise ja auch der Disziplinierung dient, nämlich einerseits der äußeren Disziplinierung, aber auch der inneren Disziplinierung. Also man kann sich anschauen, bin ich normal oder bin ich nicht normal? Ich werde auf diesen Aspekt noch zurückkommen und jetzt die Brücke schlagen zu unserem eigentlichen Thema und das Beispiel eines typischen 11-jährigen Wiener Schulkindes aus dem Jahr 1919 hernehmen. Dieses Schulkind wog 23 Kilo und hatte eine Größe von 1,22 Meter. Und wenn man daraus den BMI berechnet, kommt man auf 15,5 Kilogramm pro Quadratmeter. Und nach dieser Klassifikation, nach dieser Tabelle, wäre das extremes Untergewicht. Wo habe ich diese Angaben her? Diese Angaben stammen aus einem Film aus dem Jahr 1919, produziert von der staatlichen Filmhauptstelle Wien, mit dem Titel Das Kinderelend in Wien. Ein Stummfilm, insgesamt 26 Minuten. Ich habe ein paar Minuten ausgewählt und lade Sie ein, mit mir gemeinsam diesen Film auszugsweise anzuschauen. Also es geht hier um einen Vergleich von Schulkindern zwischen 1914 und 1919 in derselben Schule. Zunächst einmal 1914, die Situation vor Beginn des Krieges. Hier sehen wir die Kinder, wie sie eher wenig motiviert da Übungen machen müssen.
Hier sehen wir sie 1919, wie sie mit traurigen Gesichtern in Zweierreihen aus der Schule marschieren. Und jetzt werden diese Kinder gewogen und gemessen. Das Kind 1914, das typische Schulkind, und hier das typische Kind 1919, also dieses Beispiel, das ich Ihnen gerade erläutert habe. Also das Gewicht wird gemessen, die Größe wird gemessen. Da geht es jetzt noch um die Wohnsituation. Hier sieht man, wie Familien in Eisenbahnwaggons hausen. Die Kinder scheinen ganz lustig zu sein, aber die Wohnverhältnisse sehen dementsprechend trist aus. Ja, soweit dieser Ausschnitt aus dem Film. Ich finde diesen Film in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Nicht nur deswegen, weil er ein zentrales Problem dieser Jahre thematisiert, nämlich den schlechten Ernährungszustand vor allem der Kinder, der Schulkinder, sondern weil er auch eine Perspektive auf dieses Phänomen uns zeigt, nämlich die Perspektive des Messens. Also diese Kinder, das Kinderelend wird thematisiert darüber, dass eben ein typisches Kind von 1914, ein typisches Kind von 1919 vermessen werden. Das Gewicht, die Körpergröße. Und das zeigt uns einen bestimmten Blickwinkel von Seiten verschiedener Experten, die sich mit diesem Problem des Kinderelends auseinandergesetzt haben. Und diese Perspektive möchte ich auch in meinem Vortrag zumindest kurz auch zur Geltung bringen. Der Hauptteil des Vortrags, der zweite Teil, wird sich tatsächlich mit dem Thema Versorgungskrise 1918 plus minus ein paar Jahre beschäftigen. Deswegen bin ich auch eingeladen worden. Aber ich erlaube mir trotzdem am Beginn kurz sozusagen ergänzend zu dieser Querschnittsperspektive eine Längsschnittsperspektive auch einzubringen, die zumindest im späten 19. Jahrhundert einsetzt und bis zur Gegenwart andauert, und zwar nämlich dieser bestimmte Blick auf soziale Zustände oder sogar soziale Missstände durch die Brille verschiedener Experten, die sich da zuständig fühlen. Ja, damit komme ich auch zu einem dieser Experten gleich, ad personam, Clemens von Pirquet, ein Kinderarzt, der gewissermaßen einen BMI erfunden hat in der Zeit gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, Beginn der Ersten Republik. Das war damals ein Wert, der noch nicht genauso berechnet wurde wie der BMI, der uns heute geläufig ist, aber in ähnlicher Weise auf Gewicht und Körpergröße von Personen Bezug nahm. Er nannte diesen Wert Pelidisi, das ist ein Kunstwort, das sich aus verschiedenen Abkürzungen zusammensetzt. Und dieser Pelidisi-Wert war laut Pirquet dazu geeignet, den Ernährungszustand einer Person zu messen. Und zwar vor allem auch die Abweichung des Ernährungszustandes von einer Norm, aus der Sitzhöhe und aus dem Gewicht von Personen. Erwachsene hatten demgemäß einen Normalwert von 100, Pelidisi. Für Kinder lag dieser Wert etwas darunter, nämlich bei 94,5. Also das war sozusagen der Normalwert und davon konnte man dann Abweichungen berechnen. Womit haben wir es hier zu tun? Wir haben es hier zu tun mit einer Tendenz, die, wie gesagt,
nicht nur für diese Zeit rund um 1918 typisch ist, sondern die über mehrere Jahrhunderte reicht. Nämlich, ich schlage vor, dieses Phänomen aus der Perspektive von Biopolitik zu betrachten. Biopolitik ist ein Begriff, den unter anderem Michel Foucault in den Sozial- und Kulturwissenschaften bekannt gemacht hat. Biopolitik umfasst gewissermaßen alle Formen der Regulierung, die sich auf das Leben und Sterben von Menschen beziehen. Also da geht es um Geburt, um Aufwachsen, um Ernährung, auch um den Tod, um die Fortpflanzung. All das gehört zur Biopolitik. Und Teil dieses biopolitischen Dispositivs, um es mit Foucault auszudrücken, sind verschiedene Diskurse, also Arten des Denkens und Redens, geregelte Arten des Denkens und Redens, die wir spätestens seit dem 18. Jahrhundert schon fassen können. Es sind insgesamt drei, die ich in diesem Zusammenhang für wichtig erachte, nämlich zunächst einmal den Diskurs der Statistik, die entstehenden Territorialstaaten des 18. Jahrhunderts, die sich dann zu Nationalstaaten im 19. Jahrhundert wandelten, bauten unter anderem auch auf der Statistik als einer Herrschaftstechnik. Die Statistik diente dazu, gewissermaßen den Normalzustand zu ermitteln. Und das ermöglichte eben dann zu entscheiden, ist ein bestimmtes Phänomen innerhalb dieses Normalbereichs oder weicht es davon ab? Ist es ein Extrem, das in die eine oder andere Richtung abweist? Also dieses Denken in Normalzuständen und davon abgeleitet Abweichungen ist etwas, was mit der staatlichen Statistik seit dem späten 18. Jahrhundert sich verbreitet. Ein zweiter Diskurs ist der der Medizin. Hier geht es um die Unterscheidung gesund und krank. Was man im Medizindiskurs seit dem 18. Jahrhundert sieht, ist eben die Vorstellung, dass Krankheit nicht mehr als etwas Gottgegebenes erscheint, sondern Krankheit, und hier verbindet sich dieser Medizindiskurs mit dem statistischen Diskurs, gilt als die Abweichung von der Normalität. Also die Herausforderung der Medizin wird jetzt nun, Krankheit zu vermeiden oder wenn sie vorhanden ist, zu beseitigen, um wiederum den Normalzustand, das heißt die Gesundheit, herzustellen. Und ein dritter Diskurs ist der der Körperästhetik. Hier geht es um schön oder hässlich. Das unterliegt verschiedenen Wandlungen, aber im Zuge des 19. Jahrhunderts sieht man, dass sich auf jeden Fall als schön, das heißt wiederum in Bezug auf Medizin und Statistik, als gesund und als normal heraussteht eben ein Körper, der die Extreme vermeidet. Also weder Fresssucht noch Magersucht, sondern irgendwo im Normalbereich dazwischen, das gilt als das ästhetische Körperideal, das zum Beispiel von der Lebensreformbewegung auch vertreten wird. Und diese drei lange sich entwickelnden Diskurse, die verknüpfen sich jetzt im Kontext des Ersten Weltkriegs in einer eigentümlichen Art und Weise. Jetzt kommt nämlich die Vorstellung des Volkskörpers dazu. Im Zuge des Ersten Weltkrieges wird ein Diskurs mächtig, der vor allem die Schädigung des Volkskörpers im Krieg ins Zentrum rückt. Das heißt die physische und psychische Verwahrlosung, zum Beispiel der Kinder. Ein Dokument dieses Diskurses ist dieser Ausschnitt aus einer Publikation, die rund um Pirquet damals erschienen ist, 1921, wo man hier liest von der Dauerkatastrophe, die kommende Erwerbsgeneration. Ich zitiere hier kurz aus diesem Ausschnitt, vor allem für die weiter hinten, die das nicht lesen können. Die Verhältnisse der Vorkriegszeit sind damit aber schon deswegen noch keineswegs hergestellt, als die Schädigung des Kleinkindesalters in der Kriegszeit sich außer in dem enormen Geburtenrückgang und dem damit zusammenhängenden, noch immer bestehenden Geburtendefizit gegenüber den Todesfällen mehr als in der Art der Sterbefälle, in dem
Auftreten chronischer Ernährungs- und Wachstumsstörungen auswirkt. Anämie, Rachitis, Unterentwicklung, Drüsenschwellung, erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten und so weiter. Sodass die kommende Schulgeneration nicht nur an Zahl, sondern auch an Widerstandsfähigkeit bedeutend eingebüßt hat. Dieses Schicksal wird einige Jahre später auch die kommende Erwerbsgeneration teilen, was für die Leistungsfähigkeit unseres Volkes im Sinn eines geordneten Wiederaufbaus nicht gleichgültig sein kann. Also das Phänomen der Mangel- und Unterernährung der Kinder wird hier eingebettet in einen Diskurs um die Unversehrtheit bzw. Schädigung des Volkskörpers. Und vor diesem Hintergrund findet dann unter Federführung von Pirquet in der Nachkriegszeit etwas statt, das ich als biopolitisches Großexperiment bezeichnen möchte, nämlich die amerikanische Kinderhilfsaktion von 1919 bis 1922, wo es darum geht, eben unter- und mangelernährte Kinder mit Nahrung zu versorgen in den Schulen und anderen Einrichtungen, verbunden mit einer Massenuntersuchung von über 400.000 Kindern in ganz Österreich. Und federführend für diese Aktion, vor allem für diese Begleituntersuchung, war Clemens von Pirquet. Schauen wir ein bisschen hinein in diese Aktion. Ich habe hier vier Bildausschnitte mitgebracht, wo man ein wenig erahnen kann, wie das so aus der Sicht der Experten organisiert sein sollte. Es ist klar, das sind keine Schnappschüsse, sondern das sind normativ gerahmte Bilder, die einen Idealzustand zeigen, der von der Realität mehr oder weniger abweicht. Aber wir sehen hier eine gleichsam militärisch geordnete Schuljugend, die hier antritt, um von einem Arzt untersucht zu werden. Links oben, rechts oben wird hier die Sitzhöhe gemessen, also ein wesentlicher Schritt zur Ermittlung dieses Pelidisi-Wertes. Links unten und rechts unten sehen wir dann die Schulkinder, die da im Rahmen der Kinderhilfsaktion ein Essen bekommen. Diese Daten, die da gesammelt wurden von Hunderttausenden von Kindern, die verschwanden nicht in der Schublade, sondern das war Wissen, das auch statistisch und kartografisch aufbereitet und publiziert wurde. Sehr schön sieht man hier auf dieser Darstellung diese Vorstellung von der Normalverteilung. Ich muss da jetzt ein wenig die Position wechseln, um da was zeigen zu können. Also diese Kurve hier, die zeigt uns die Pelidisi-Werte. Also hier ungefähr ist der Normalzustand, das sind die schlecht Ernährten, das sind die gut Ernährten. Und hier sehen wir die Prozentsätze der Kinder, die diesen Werten entsprechen. Und wir sehen hier diese Normalverteilung. Also um die Mitte ist die größte Häufigkeit und nach links und nach rechts fällt es dann ab. Es wird hier auch dann differenziert zwischen Mädchen und Knaben. Entsprechend kann man dann auch die Durchschnittswerte, sozusagen die Normalität darstellen, die Verteilung, die Prozentverteilung, wie viele Kinder sind unterernährt, wie viele sind normal ernährt, wie viele sind überernährt, differenziert nach Geschlecht. Hier die absoluten Werte, auch differenziert nach diesen drei Klassen, die da eingeteilt werden, nach Knaben und Mädchen unterschieden. Und hier eine Schätzung der gesamten Kinderzahl Wiens, wie sich die auf diese drei Ernährungsklassen verteilt. Was diese Untersuchung auch ermöglicht, ist die Tatsache, dass hier die Daten sehr kleinräumig erhoben wurden. Das heißt, man kann hier auch kleine räumliche Einheiten miteinander vergleichen. Hier zum Beispiel zwei Bezirke Wiens, ein eher bürgerlicher Bezirk, der 9. Alsergrund und ein Arbeiterbezirk, der 21. Floridsdorf. Und man sieht hier sehr deutlich, sowohl in den Kurven als auch hier in diesem Säulendiagramm, dass die Ernährungssituation im Arbeiterbezirk wesentlich schlechter ist als im bürgerlichen Bezirk. Und das geht dann so weit, dass regelrechte Landkarten gezeichnet werden, hier zum Beispiel für Oberösterreich, wo das gesamte Gebiet des Bundeslandes eingeteilt wird in Gebiete, die relativ gut von der Ernährung her sich herausstellen. Das sind diese weißen Flecken hier. Dann Gebiete, die eher durchschnittlich
vom Ernährungszustand her sind, das sind diese schraffierten, und dann Gebiete, wo der Ernährungszustand vergleichsweise schlecht ist, das sind diese dunkel schraffierten Gebiete. Und wir sehen, die dunkel schraffierten Gebiete nehmen da einen erheblichen Teil der Landesfläche ein. Wir werden dieser Landkarte dann etwas später noch einmal begegnen. Ja, also soweit einmal dieser erste längsschnittartige Blick auf das Phänomen Kinderelend, das eben da in einen biopolitischen Diskurs eingebettet ist. Ich möchte jetzt mit dem zweiten und in unserem heutigen Zusammenhang wichtigsten Aspekt fortsetzen, nämlich mit dem Querschnitt das Jahr 1918 und die Jahre davor und danach, wie eben Ernährung in der Umbruchsgesellschaft wahrgenommen wurde und wie es auch debattiert und verhandelt wurde. Diese Zahlen, die Pirquet und seine Mitarbeiter da erhoben haben, können uns nämlich auch heute in der Retrospektive dazu dienen, etwas präziser uns diesem Phänomen Ernährungskrise zu nähern. Und ich habe das hier versucht mit zunächst einmal den Angaben zu den österreichischen Bundesländern. Also dieses Dreieck, das Sie hier sehen, ist ein Diagramm, das drei Größen darstellt. Man sieht hier auf der rechten Seite die Prozentanteile ausreichend ernährter Kinder. Man sieht hier von links oben nach rechts, von der Mitte nach links unten die Anteile unterernährter Kinder und von links unten nach rechts unten der stark unterernährten Kinder. Also diese drei Klassen, in die Pirquet und seine Leute die Kinder eingeteilt haben. Und diese Punktwolke hier, das sind die österreichischen Bundesländer. Schauen wir uns einmal das erste an. Wien, da haben wir diese Ausgangswerte, also ungefähr ein Viertel ist stark unterernährt, etwas mehr als die Hälfte sind unterernährt und etwas weniger als ein Viertel ist ausreichend ernährt. Damit kommt Wien hier zu liegen, also ausreichend ernährt 21%, unterernährt 56% und stark unterernährt 23%. Als Vergleich dazu Niederösterreich. Wenn wir Niederösterreich in diesem Diagramm einzeichnen, sehen wir, dass das doch einen Kontrastfall zu Wien darstellt, also relativ weit davon entfernt ist. Hier ist der Ernährungszustand deutlich besser, wenngleich auch nicht zufriedenstellend. Es gibt immerhin 16% stark unterernährte und 50% unterernährte Kinder, aber doch ein Drittel der Kinder haben einen ausreichenden Ernährungszustand, was eine bessere Situation signalisiert als die, die in Wien vorherrscht. Also wir können einmal den bekannten Gegensatz hier vermuten, städtischer Kontext eher schlechte Versorgung, ländlicher Kontext eher bessere Versorgung. Und jetzt habe ich, nachdem wir hier in Innsbruck sind, auch Tirol noch extra herausgegriffen und Sie können jetzt spekulieren, wo wird Tirol liegen, eher bei Niederösterreich oder eher bei Wien. Es liegt relativ nahe bei Wien. Das heißt, Tirol ist im Durchschnitt relativ schlecht ernährt im österreichischen Vergleich. Ja, hat ähnlich schlechte, nicht ganz so schlechte, aber ähnlich schlechte Werte wie Wien. 21% stark unterernährt, 54% unterernährt und 25% sind ausreichend ernährt. Hängt wohl auch damit zusammen, dass wir hier zwar einen ländlichen Kontext haben, dass aber landwirtschaftlich betrachtet Tirol ja eines der Bundesländer ist, dass seine Bevölkerung auch in normalen Zeiten kaum zur Gänze aus der eigenen Produktion versorgen kann und eben auf Zufuhren vor allem von Getreide angewiesen ist. Also diese Zufuhrabhängigkeit drückt sich wohl auch hier in den relativ schlechten Ernährungszuständen der Schulkinder nieder. Das war mal der Blick auf die Bundesländer. Schauen wir jetzt ein bisschen genauer hinein, sozusagen von der Makro- zur oder von der Meso- zur Mikroebene. Ich habe hier für Niederösterreich und Wien Städte und Landregionen ausgewählt und dargestellt. Also alles, was grün ist, ist Niederösterreich, alles, was rot ist, ist Wien. Die Ringe sind Städte, die Kreuzerl sind Landregionen.
Schauen wir uns da mal zunächst einmal Wien an. Die Karte da rechts oben stammt von Pirquet und seiner Mannschaft. Hier sehen wir die Wiener Bezirke nach dem Ernährungszustand der Schulkinder eingeteilt. Also je dunkler, umso schlechter, je heller, umso besser. Schauen wir uns einzelne Bezirke an. Hier haben wir zum Beispiel einmal den 9. Bezirk. Alsergrund, den hatten wir vorhin schon, ein bürgerlicher Bezirk mit einem relativ günstigen Ernährungszustand. Man kann dieses Dreieck ganz einfach so lesen, dass man sagt, je weiter oben ein Punkt ist, umso höher ist der Anteil der ausreichend ernährten Kinder. Also je weiter oben, umso besser sozusagen. Also Alsergrund liegt da relativ weit oben. Eine vergleichsweise gute Ernährungssituation, obwohl wir uns in der Stadt befinden. Ein anderes Beispiel wäre dann der 7. Bezirk, das ist Neubau, liegt auch noch vergleichsweise günstig im Kontext der Wiener Bezirke. Der 1. Bezirk, innere Stadt, liegt schon deutlich schlechter. Und der 8. Bezirk, das ist dann die Josefstadt, ebenso. Doch noch schlechtere Werte, und zwar vor allem im Hinblick auf die Anteile der stark unterernährten Kinder, haben wir dann in den Arbeiterbezirken. Das bisherige, das waren alles eher bürgerliche Bezirke. Jetzt haben wir da das Beispiel von Floridsdorf, der 21. Bezirk. Da sehen wir, dass je weiter nach rechts wir gehen, umso stärker wird der Anteil der stark unterernährten Kinder. Also da sind wir schon bei einem Viertel aller Kinder, die stark unterernährt sind. Und ähnlich dramatisch ist die Situation im 10. Bezirk, in Favoriten, auch ein typischer Arbeiterbezirk, wo die Ernährungssituation auch eigentlich die schlechteste von all den Beobachtungseinheiten hier ist. Also wir müssen diesen anfänglichen Eindruck, Stadt heißt schlechte Ernährung, Land heißt gute Ernährung, doch relativieren. Innerhalb der Stadt gibt es eine erhebliche Variation zwischen relativ guten Gegenden und relativ schlechten Gegenden. Wenn wir das jetzt auch für Niederösterreich, also für das ländliche Umfeld Wiens durchspielen, sehen wir, dass es eine ähnliche Variationsbreite gibt. Ich habe auch hier einige Beispiele ausgewählt. Der am besten versorgte Fall unter denen, die hier dargestellt sind, ist der da oben. Das ist die Stadt Mödling, eine bürgerliche Stadt im Süden von Wien, ähnlich wie eben die bürgerlichen Bezirke Wiens, Alsergrund, Josefstadt und so weiter, eine vergleichsweise günstige Ernährungssituation der Kinder. Das heißt, der relative Wohlstand der Eltern drückt sich hier aus in einem vergleichsweise günstigen Ernährungszustand. Wenn wir da jetzt nach unten gehen, kommen wir zur ersten ländlichen Region, das ist das Weinviertel. Das ist eine Gegend, die vor allem Ackerbau, wo Ackerbau betrieben wird, also wo sozusagen der Zugriff auf die Grundversorgung, auf das Getreide relativ leicht ist. Von daher überrascht es nicht, dass diese Region hier auch hinsichtlich des Ernährungszustands ganz gut dasteht. Etwas schlechter ist schon der Zustand im Waldviertel, aber hier gibt es auch weite Bereiche, wo Getreidebau stattfindet und die Basisversorgung noch relativ gut möglich ist. Wien Umgebung ist das Umfeld von Wien, steht schon etwas schlechter da. Dann kommen wir zu einer Stadt, nämlich St. Pölten, im Unterschied zu Mödling, eine Industriestadt, eine Arbeiterstadt, die überraschenderweise da oben rangiert. Also man würde sie eigentlich erwarten, Arbeiterstadt heißt, da schaut es ganz schlecht aus mit der Kinderernährung. Das ist allerdings schon Ergebnis der Bemühungen, den Ernährungszustand zu verbessern. Das ist nämlich die zweite Befragung, die ich da zugrunde lege. Bei der ersten Befragung ist St. Pölten hier herunten gelegen. Also war die am schlechtesten versorgte Stadt von Wien und Niederösterreich insgesamt. Und bei der zweiten Befragung ist St. Pölten hier oben. Das heißt, da ist schon was passiert. Entweder hat diese Kinderhilfe schon gewirkt oder, was auch zu vermuten ist, es gab hier größere Aktionen von Kinderverschickungen in
andere Länder, wo eben dann die Kinder aufgepäppelt wurden, in die Schweiz zum Beispiel oder nach Dänemark oder ja, sonst wohin, wo eben die Zustände besser waren. Aber hier sehen wir, ist schon Bewegung in diese Hierarchie gekommen. Ähnlich ist es bei Wiener Neustadt und Baden, die auch zunächst sehr weit unten rangiert haben und hier in dieser zweiten Erhebung schon im Mittelfeld sind. Und dann kommen wir schon zu ländlichen Gegenden, in denen der Ernährungszustand überraschenderweise relativ schlecht ist. Und zwar besonders bemerkenswert ist hier das Alpenvorland, das eigentlich eine Gunstlage ist in landwirtschaftlicher Hinsicht, ähnlich wie das Weinviertel. Da gibt es viel Getreidebau, auch Viehwirtschaft und trotzdem ist hier der Ernährungszustand der Schuljugend vergleichsweise schlecht. Hier haben wir es offenbar mit dem Phänomen zu tun, dass es nicht reicht, in der Nähe von Nahrungsmitteln zu sein, sondern letztendlich kommt es dann darauf an, ob man Zugriff hat auf diese Nahrungsmittel oder nicht. Und hier im Alpenvorland, es liegt an der Westbahn, also an einer Transportlinie mit Verbindung nach Wien, scheint es offenbar so zu sein, dass hier große Mengen an Überschüssen nicht vor Ort verfügbar sind, sondern über die Eisenbahn nach Wien oder sonst wohin gehen, entweder im Rahmen der offiziellen Nahrungsmittelbewirtschaftung oder, was in dieser Zeit auch zu vermuten ist, auf den Schwarzmarkt, wo dann diese Nahrungsmittel zu erhöhten Preisen verkauft und gekauft werden. Und die ländliche Region mit dem schlechtesten Ernährungszustand ist das Alpenvorland. Das ist der gebirgige Teil Niederösterreichs, also hier in Tirol ist es vielleicht ein bisschen vermessen, davon zu reden, dass Niederösterreich gebirgige Teile hat. Das ist natürlich nichts gegen ihre Berge hier. Eine Nordkette oder so haben wir leider nicht. Aber das ist wirklich auch schon Bergbauerngebiet. Und da haben wir die schlechtesten Zustände von allen ländlichen Regionen, was vermutlich damit zusammenhängt, ähnlich wie in Tirol, dass hier die Getreideversorgung aus der lokalen und regionalen Landwirtschaft nicht vollends möglich ist, sondern dass auch hier Getreide in normalen Zeiten zugeführt werden muss. Also diese Abhängigkeit drückt sich hier in sehr schlechten Ernährungszuständen aus. Diese vielen Tabellen, Diagramme und Karten, die Pirquet und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da produzieren, beziehen sich teilweise auch auf Tirol, darum habe ich dieses Beispiel hier auch mitgebracht, weil man hier noch ein weiteres interessantes Phänomen sieht. Wir haben jetzt gesehen, diese Unterscheidung Stadt heißt schlechte Ernährung, Land heißt gute Ernährung, stimmt so nicht. Ja, es gibt sowohl in der Stadt als auch im Land bessere und schlechtere Regionen, ja, die oft sich überschneiden. Ein weiteres Merkmal zu dieser regionalen Differenzierung ist die Differenzierung nach Geschlechtern. Es ist bei diesen Messungen ein offenbarer Befund, in Tirol zumindest, dass die Ernährungszustände der Knaben deutlich besser sind als die der Mädchen. Also das sieht man hier an diesen Kurven, das sind die Jahre, die Altersjahre der vermessenen Kinder und hier ist dieser Pelidisi-Wert, also je höher, umso besser ernährt, je niedriger, umso schlechter. Hier haben wir die Kurve der Knaben und hier haben wir die Kurve der Mädchen und das ist der Durchschnitt. Also ein deutlicher Unterschied und die große Frage ist, womit hängt das zusammen? Eine zeitgenössische Erklärung, die auch in der Untersuchung von Pirquet zitiert wird, ist die von einem Mitarbeiter von Pirquet, der hier vor Ort in Tirol diese Erhebungen organisiert hat, ein gewisser Herr Kleinsasser. Und der meint, es ist der größere Heißhunger der Knaben, der in der bekannten Vorliebe der Mütter für ihre männlichen Sprösslinge sehr häufig eine Unterstützung findet. Die Mädchen könnten vielleicht wegen ihres meist geringeren Nahrungstriebs und wegen ihrer durchschnittlich bescheideneren Veranlagung an eine geringere Nahrungsmenge sich gewöhnt haben. Also inwieweit diese Einschätzung mit der Realität zusammenpasst, ist für uns ohne weitere Befunde natürlich schwer zu entscheiden, aber zumindest zeigt es, in welcher Weise die Experten dieses biopolitischen Großexperiments versucht haben, diese überraschenden Befunde zu deuten. Also hier ist die These einer systematischen Benachteiligung der Mädchen zugunsten der Buben bei der Ernährung durch ihre Eltern, vor allem durch die Mütter. Ja, ich habe jetzt
versucht, Ernährungs- in der Umbruchsgesellschaft zunächst einmal an quantitativen Befunden festzumachen, an dem Material, das diese Kinderhilfsaktion erhoben hat. Ich möchte jetzt ergänzend dazu auch einige qualitative Aspekte beleuchten, vor allem aus der Perspektive der Akteure und Akteurinnen, also derer, die damals Kinder waren und ihre Alltagserfahrungen während des Krieges und in der Nachkriegszeit dann auch aufgeschrieben haben. Also die Quelle, die dem Ganzen zugrunde liegt, sind autobiografische Aufzeichnungen, wie sie zum Beispiel in der Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen an der Uni Wien vorliegen. Wenn wir jetzt Ernährungsalltag in der Schlussphase des Krieges und in der ersten Nachkriegszeit thematisieren, dann taucht mittlerweile in unseren Köpfen, wir sind ja durch den Medienhype rund um 100 Jahre Erster Weltkrieg schon vorgeprägt, wahrscheinlich dieses Bild auf. Das ist eine Ikone mittlerweile geworden der Ernährungskrise im Ersten Weltkrieg, die Warteschlange. Also eine Warteschlange, die hier vor einem Lebensmittelgeschäft, vor einer Ankerbrotfabrik und einem Ankerbrotgeschäft sich auffädelt und wo eben die Wartenden hoffen, eingelassen zu werden und dort die ihnen zustehende Menge an Lebensmitteln kaufen zu können. Diese Menge war vorgeschrieben im Zuge der Lebensmittelrationierung. Seit 1915 beginnt die österreichische Verwaltung, Lebensmittelkarten auszugeben, auf denen jeden Bürger und jeder Bürgerin eine bestimmte Menge an Lebensmitteln zugeschrieben wird. Der Jammer bei dieser Aktion ist, dass eben erstens einmal man sich Stunden vor Öffnen des Geschäftes schon anstellen muss. Also es gibt Berichte, dass diese Warteschlangen sich schon um 3, 4, 5 am Morgen gebildet haben und nicht wenige mussten dann die Erfahrung machen, dass, wenn sie dann an der Reihe waren, das Geschäft schon ausverkauft war und keine Mengen mehr verfügbar waren. Das heißt, das, was da auf den Lebensmittelkarten stand, hieß noch lange nicht, dass man das dann auch wirklich in den Händen halten konnte. Wenn wir uns dieses Bild anschauen, im Hinblick auf die Altersgruppen und die Geschlechter, ist es ganz deutlich, dass hier in dieser Warteschlange vor allem Kinder stehen. Und von den Erwachsenen sind es vor allem Frauen. Die Männer, die wir hier sehen, sind vor allem die Polizisten, die darauf achten, dass hier die Ordnung eingehalten wird. Denn, kann man sich leicht vorstellen, solche Warteschlangen, wo Leute stundenlang stehen und darauf warten, eingelassen zu werden, sind auch Herde der Unruhe, des Aufruhrs, des Protestes. Und nicht selten entwickeln sich aus solchen Warteschlangen dann auch mehr oder weniger gewaltsame Protestmärsche, die dann durch die Straßen ziehen. Diese amtlichen Lebensmittelrationen waren also nicht in der Lage, eine ausreichende Ernährung der gesamten Bevölkerung zukommen zu lassen. Nur so als Anhaltspunkt, die Kilokalorienmenge zu Beginn der Einführung der Lebensmittelkarten lag für nicht Selbstversorger, wie das damals hieß, also sozusagen für Otto-Normalverbraucher, bei ungefähr 1300 Kilokalorien in Wien, nahm dann aber sukzessive ab und im Jahr 1918 waren es dann nur mehr 800 Kilokalorien, was extrem wenig ist, wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper so einfach im Ruhezustand zum Überleben ungefähr 1500 Kilokalorien pro Tag braucht. Also es ist klar, mit diesen amtlichen Lebensmittelrationen findet man nicht das Auslangen. Folglich waren die Angehörigen der Zivilbevölkerung, vor allem die weiblichen und jugendlichen Nicht-Selbstversorger, gefordert, die Schwächen der formellen Rationierung durch informelle Überlebensstrategien auszugleichen. Und dabei bewegen sie sich in einem Feld, das durch zumindest zwei Dimensionen bestimmt ist, nämlich einerseits die zwischen Ernährungsunsicherheit und Ernährungssicherheit und andererseits die zwischen Legalität und Illegalität. Also diese amtlichen Lebensmittelrationen, die sind zwar legal, aber sie bieten keine Ernährungssicherheit, sondern sie sind
Ausdruck der Ernährungsunsicherheit. Für das Gelingen oder Scheitern dieser Überlebensstrategien war jetzt entscheidend, welchen Zugang die Akteure zu verschiedenen Ressourcen hatten. Wer, wie große Teile der ländlichen Bevölkerung, über Grundbesitz verfügte, konnte sich mit Pflanzen und Tierprodukten teilweise oder zur Gänze selbst versorgen. Folglich bildete der Land-Stadt-Gegensatz eine zentrale Bruchlinie der Kriegsgesellschaft, wie die 1908 geborene Margarete Wiltschenig-Edelbacher, Tochter eines Kochs, in einem Wiener Nobelhotel schildert. Ich zitiere: Im dritten Kriegsjahr konnte Mutter mit uns nicht, wie jedes Jahr im Sommer, 2 Monate auf einem Bauernhof verbringen. Wir mussten in Wien bleiben. Erstens waren alle Lebensmittel rationiert, heißt es hier, also rationiert, ist hier offenbar gemeint. Man konnte beim Dorfgrässler nichts kaufen. Außerdem hatten die Dorfkinder, die in früheren Jahren gerne mit uns spielten, meinen Bruder und mich mit Steinen beworfen und dazu geschrien: Werner Gsindl, fahrt's heim, es frisst uns alles weg. Doch auch die aus städtischer Sicht privilegierten Bauernhaushalte, die dem staatlichen Ablieferungszwang unterlagen, waren manchmal von Nahrungsmittelmangel betroffen. Wie der 1909 im Waldviertel geborene Bauernsohn Adolf Schlögl erzählt. Ich zitiere: Die Bauern mussten diverse Feldfrüchte, ja selbst Eier und Butter abliefern. In meinem Vaterhaus spielte sich folgendes Ereignis ab. Eine Kommission kam in das Haus, das auf dem Dachboden lagernde Korn, Weizen und Hafer wurden vermessen und nur so viel, als auf die Brotkarte fiel, wurde belassen. Alles andere wurde zum Abliefern bestimmt. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir kurz nach dem Mittagessen baten: Mutter, geben Sie mir ein Stück Brot. Ging sie zur Brotlade, gab uns das Gewünschte, hatte dabei aber nasse Augen. Wir verstanden nicht, dass zu wenig Brot im Haus war. Selbstversorgungsmöglichkeiten eröffneten aber nicht nur die ländlichen, sondern auch die kleinstädtischen Haushalte mit Zugang zu Kleingärten, in denen Nutzpflanzen angebaut und Kleintiere gehalten wurden. Der 1905 als Sohn eines Gerichtsbeamten im niederösterreichischen Hainfeld geborene Karl Zaleski erinnert sich, Zitat: Die Versorgungslage war triest. Wie viele andere hatten meine Eltern einen Schrebergarten, der uns Kartoffeln und Gemüse brachte. Außerdem hielten sich meine Eltern einige Hühner, sodass wir frische Eier hatten. Ich züchtete Kaninchen und auch die Kaninchen unseres Hausherrn musste ich betreuen, wofür ich das Futter auch für meine Kaninchen bekam. Oft hatte ich über 100 Stück. Wer keinen Zugang zu Landressourcen hatte, jedoch über Geld verfügte, konnte sich zu erhöhten Preisen auf dem Schwarzmarkt mit Bedarfsgütern eindecken. Wert- und Gebrauchsgegenstände konnten entweder zu Geld gemacht oder für Tauschgeschäfte, vor allem für das Hamstern auf Bauernhöfen, genutzt werden. Der 1910 geborene Wiener Eisenbahnersohn Leopold Steurer erinnert sich an das Hamstern und an die damit verbundene Gefahr, aufgedeckt zu werden. Zitat: Meine Mutter konnte gut nähen und ihre Erzeugnisse wurden von den Bauern mit Lebensmitteln honoriert. Einmal war auch ich dabei. Ich hielt eine Flasche Milch, etwa 3/4 Liter. Die Landbahnhöfe wurden von der Gendarmerie kontrolliert und manches, was zu viel war, wurde auch konfisziert. Um dem zu entgehen, setzte ich mich von der Mutter entfernt in eine Ecke. Als der Gendarm zu mir kam, fiel mir gleich das Herz in die Hose und ich begann zu weinen. Die Mutter kam gleich zu mir, sie hatte aber auch eine Flasche Milch, das war aber zu viel, deshalb wurde konfisziert. Wer beim Hamstern keinerlei Tauschgegenstände vorzuweisen hatte, konnte verwandtschaftliche, nachbarschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen zu Angehörigen bäuerlicher Familien nutzen. Die 1905 geborene Margarete Feuerbach, Tochter eines Wiener Briefträgers, erzählt, Zitat: Gott sei Dank gab es zwischendurch auch wieder bessere Tage für uns. Hatte doch mein Vater einen Bruder in Mähren, der Bauer war und der das alles besaß, was wir in der Stadt so bitter entbehren mussten. Doch von dieser Seite her etwas zu bekommen, war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Schicken durfte man nichts und dorthin zu kommen war auch nicht so einfach. Und so gelang es meinem Vater nur ganz selten, wenn er seinen Urlaub hatte, dass er dann trotz strenger Kontrolle etwas von den ländlichen Herrlichkeiten mit nach Hause bringen konnte. Das war dann immer ein Fest für uns ausgehungerte Kinder.
Wer über keine einträglichen Sozialbeziehungen, jedoch über Fachkenntnisse verfügte und einen Arbeitsplatz hatte, konnte eventuell in einem Industriebetrieb, zum Beispiel in einem kriegswichtigen Betrieb, Beschäftigung finden und sich in der Werkskantine verpflegen. Wer keinen Zugang zu überlebenswichtigen Ressourcen, Land, Geld, Wertgegenständen, Beziehungen oder Fachkenntnissen hatte, musste neben der staatlichen Rationierung und der öffentlichen oder privat organisierten Armenausspeisung andere halb- oder gar illegale Wege der Lebensmittelbeschaffung einschlagen. Dazu gehörte das Sammeln von Ernterückständen auf den Äckern, von dem die Wiener Beamtentochter Maria Ballei, geboren 1911, erzählt. Ich zitiere, dies, also die am frühen Nachmittag endende Arbeitszeit des Vaters, ermöglichte den Eltern, als die Not am größten war, zur Erntezeit täglich mit der Straßenbahn zu den Feldern der Umgebung zu fahren, zum Ehrenglauben. Die so erhaltenen Körner wurden in einem großen Holzkoffer gelagert. Zur Hälfte war er gefüllt und die Körner wurden nun täglich von uns Kindern mühselig mit unserem zum Glück sehr stabilen Kaffeemühle gemahlen. Von Mama zu Kornbrei gekocht, ermöglichte diese Vollwertkost ein Überleben ohne größere Körperschäden. Neben dem Sammeln von Ernterückständen suchten sich minderbemittelte Familien auch durch Bitten und Betteln Lebensmittel zu verschaffen. Fruchteten diese Versuche nichts, äußerten vor allem die Mütter von Kindern oftmals ihren Protest gegenüber Ämtern und Behörden, wie der 1909 in Steyr als Sohn eines Druckers und einer Kellnerin geborene Karl Kaulich erzählt. Zitat: Mein Vater musste gleich zu Beginn des Krieges einrücken und wir hatten bald nichts mehr zum Essen. So ging ich mit meiner Mutter hamstern und da wir niemanden kannten, war der Erfolg sehr gering. Meine Mutter war verzweifelt und ging mit uns vier Kindern zum Magistrat, stellte uns in eine Kanzlei mit der Forderung zum Essen und sagte, sonst gehen wir nicht weg. Wir bekamen Polenta und Marmelade und Brotmarken, mit welchen ich mich schon zuvor abends anstellte, dann meine Schwester und in der Nacht die Mutter, bis morgens wieder eine Lieferung ankam. Protest wurde nicht nur individuell, sondern auch kollektiv geäußert. Vor allem in den Städten kam es seit Mitte des Krieges immer wieder zu Tumulten, die häufig von den langen Warteschlangen vor den Geschäften, habe ich vorhin schon erwähnt, ihren Ausgang nahmen. So etwa berichtet die Polizeidirektion Wien bereits im Mai 1916 von mehrtägigen Hungerkrawallen, die sich über mehrere Stadtbezirke erstreckten. Männer waren in dieser Protestbewegung offenbar in der Minderzahl. Zitat aus dem Polizeibericht: An den stattgefundenen Demonstrationen beteiligten sich hauptsächlich Frauen, dann aber auch in sehr großer Zahl Jugendliche und Schulkinder beiderlei Geschlechts. Daneben bemerkt der Bericht aber auch, Zitat, das zahlreiche Vorkommen von Soldaten unter den Demonstranten. Vor allem das regelwidrige Verhalten der Heranwachsenden versetzte die Ordnungshüter in Aufregung. Zitat, unter dem Schutze der Frauen verübten Jugendliche und Schulkinder durch Steinewerfen zahlreiche Beschädigungen. Auch sind mehrere Fälle von Diebstählen in den durch Steine eingeworfenen Geschäftslokalen vorgekommen. Die am Protest Beteiligten ließen die Obrigkeit über ihre Motive nicht im Unklaren. Zitat, die Demonstrierenden stießen vorzugsweise Rufe aus wie, wir haben Hunger, wir müssen mit unseren Kindern hungern, gebt uns was zum Essen, wir wollen Frieden haben, also Brot und Frieden. In dieser Verdoppelung war das ein ständig wiederkehrendes Motiv. Mindestens ebenso wie die Proteste selbst beunruhigte die Polizei auch die Haltung der daran nicht direkt, wohl aber indirekt beteiligten Bevölkerung. Zitat, die Demonstrationen werden von der ärmeren Bevölkerung allgemein und von dem Großteil des Mittelstandes gebilligt, zumindest nicht missbilligt, umso mehr als unmittelbar darauf in verschiedenen Bezirken in der Lebensmittelversorgung, namentlich in Fett und Eiern, eine Besserung eingetreten ist. Die Erfahrung, dass derartige Aktionen zu einer, wenn auch nur ausnahmsweise, Besserung der Lebensmittelversorgung führten, schien für die Aktivistinnen und Aktivisten nicht nur die Regel der staatlichen Misswirtschaft zu belegen, sondern motivierte sie auch zu weiteren Protesten. Dabei verschwammen oftmals die Grenze zwischen Legalität und Illegalität.
Nötigen, Stehlen und Plündern zählten in den letzten Kriegsjahren zum Repertoire alltäglicher Überlebensstrategien in Stadt und Land. Und bevor ich jetzt schon zum Resümee komme, blicke ich zur Ingrid Böhler, ob ich noch eine letzte Geschichte erzählen darf, bevor es dann kurz um ein Resümee geht. Ich darf, Dankeschön. Nämlich um zu zeigen, dass diese Proteste, diese kollektiven Proteste, keine Besonderheit der Städte waren oder auch keine Besonderheit Wiens, sondern auch in ländlichen Regionen in großer Zahl vorkamen. Ein Beispiel, wenn auch ein herausragendes Beispiel, ist die sogenannte Jagdrevolution von Molln 1919. Molln liegt in Oberösterreich, das ist hier diese Karte von Pirquet mit dem Ernährungszustand und zwar hier, also in einer Gegend, wo der Ernährungszustand als extrem schlecht eingestuft wird. Das ist Teil des gebirgigen Oberösterreichs, Kalkalpengebiet, das heißt, dort gibt es viele Wälder und dementsprechend auch Wild, das sich in diesen Wäldern aufhält und das man jagen kann. Das Problem ist nur, diese Wälder gehören dem Graf Lambach, der Revierförster und Jäger beschäftigt, die eben genau das verhindern sollen, dass da jeder einfach sich das Wild holt. Im Zuge dieser Ernährungskrise steigt jetzt der Druck auf das Wild und vor allem die heimkehrenden Soldaten sind es, die jetzt mit ihren Gewehren, die sie teilweise noch mithaben, aufmachen und hier als Wilderer versuchen, ihren Familien und ihren Verwandten und Bekannten Fleisch zukommen zu lassen. Die Wilderer-Tradition hat in dieser Gegend schon eine längere Dauer, aber das Phänomen verschärft sich ganz massiv rund um das Kriegsende. Ja, was passiert hier jetzt? Ende 1918, im Oktober 1918, wird einer dieser Wilderer, der da unterwegs ist, ist eine Gruppe Wilderer unterwegs, die auf einen Revierjäger treffen und im Zuge der Auseinandersetzung bleibt dieser Jäger mit einem Schuss in der Brust tot liegen. Wenige Monate danach kommt die Retourkutsche. Zwei Revierjäger stellen einen Wilderer und schießen ihn auf der Flucht in den Rücken, was für ihn den Tod bedeutet. Das Begräbnis dieses Wilderers, der der Sozialdemokratischen Partei angehört, wird zu einer Manifestation des Volkszorns. Bei diesen Begräbnissen sind auch Leute, die normalerweise nicht in die Kirche gehen, also Sozialdemokraten, anwesend und während der Beisetzung des Sarges kommt es zu hässlichen Szenen, wie der Zeitungsbericht es nennt, also eine kollektive Demonstration der kleinen Leute, die sich hier ungerechtfertigterweise unterdrückt sehen. Die Behörde möchte mit diesem wilderen Unwesen endlich aufräumen und nimmt im März 1919 dann eine Gruppe von 4, 5 Wilderern, die verdächtig sind, Wilderei zu betreiben, fest, verhaftet die, führt sie ins Bezirksgericht, von dort sollen sie dann nach Steyr gebracht werden. Doch bevor das passiert, überwältigt eine Gruppe von anderen Wilderern, die mit dem Zug anreisen, die zwei armen Gendarmen, die diese in Ketten gelegten Wilderer da bewachen sollen, die werden entwaffnet und die Wilderer werden befreit, worauf die Mollner Burschen und Männer in die Heimatgemeinde zurückfahren und ins Wirtshaus gehen und ihren Sieg groß feiern, also ausgelassene Stimmung. Währenddessen fordert die überwältigte Gendarmerie Junggendarmen aus Steyr an, also sozusagen Gendarmen in Ausbildung, in großer Zahl, die das Gasthaus umstellen. Und im Zuge der Verhaftung der Redelsführer, der Wilderer, gibt der Kommandant den Schussbefehl, weil sich die Wilderer wehren und es bleiben 3 tote Männer von Molln im Wirtshaus übrig. Ein 4. wird dann noch getötet während einer Razzia im Bauernhof, der konnte fliehen und hat sich zu Hause versteckt. Also 4 Tote, die dann auch in einem aufsehenerregenden Begräbnis bestattet werden und wo diese Geschichte dann auch eingeht in das widerständige Kollektivgedächtnis dieser
Gemeinde und dieser Region. Ein schöner Ausdruck davon ist dieser Gedenkteller, der heute noch in dem Gasthaus, wo diese Polizeiaktion stattgefunden hat, aufbewahrt wird, zur Erinnerung an die Opfer vom 14. März 1919, diese vier von der Gendarmerie erschossenen Burschen, derer wird da gedacht. Und diese Jagdrevolution, wie sie in der Zeitung genannt wird, die schlägt wirklich breite Kreise, die wird im Landtag in Linz debattiert, die wird auch im Parlament in Wien debattiert und ist gewissermaßen ein Ausdruck einer moralischen Ökonomie der Landbevölkerung, die sich ungerecht behandelt fühlt, vor allem von diesem Großgrundbesitzer, dem Grafen Lambach, der ihnen dann nicht gestattet, ihre unmittelbare Not etwas zu mildern und wild zu jagen. Ja, damit komme ich jetzt wirklich schon, wie versprochen, zum Fazit. Was zeigt uns diese Geschichte, die ich da versucht habe, in Grundzügen zu erzählen? Das Plakat, glaube ich, bringt es noch einmal sehr schön zum Ausdruck. Essen wird im Ersten Weltkrieg und auch in den Nachkriegsjahren zu einem Politikum. Essen ist eigentlich immer ein Politikum, aber in dieser Zeit wird es in besonderem Maß zu einem Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Das zeigt sehr schön dieses Wahlplakat der Sozialdemokraten zur Nationalratswahl 1920, wo die Konfliktlinien sehr einprägsam dargestellt sind. Rechts die abgemagerte Frau mit ihrem ausgehungerten Kind in der Stadt, die hier händeringend bittet um Lebensmittellieferungen. Links der verschlagen dreinschauende Bauer, der hier seine Vorräte zusammenrafft, um sie, das ist die versteckte Botschaft dieses Motivs, dann wahrscheinlich in die dunklen Kanäle des Schwarzmarktes zu leiten und eben nicht in die offiziellen Kanäle der Lebensmittelbewirtschaftung. Also dieser Gegensatz zwischen Arbeiterschaft und Bauernschaft ist einer, der hier ganz klar hervortritt. Diese Spannungen, diese gesellschaftlichen Spannungen im Zuge der Ernährungskrise sind ja ein Nährboden in ganz Europa gewesen für revolutionäre Bewegungen, also am ausgeprägtesten in der russischen Revolution 1917 oder in den zwei russischen Revolutionen 1917, aber auch an den Landesgrenzen Österreichs 1919, wo wir in Ungarn und in Bayern zeitweise Räterepubliken haben, also wo Arbeiter- und Soldatenräte es schaffen, für einige Zeit die Macht zu erobern. Die Frage ist, warum passiert das in Österreich nicht? Es ist zwar die Rede von einer österreichischen Revolution, Otto Bauer prägt diesen Begriff in seiner Programmschrift, doch diese österreichische Revolution ist eigentlich nur eine halbe. Schauen wir uns ganz zum Schluss noch einmal an, welche Konstellation wir hier rund um das Thema Ernährung haben. Wir haben hier auf der einen Seite linke Sozialdemokraten, also sozusagen linke Splittergruppen, Kommunisten, relativ schwach zahlenmäßig, und die Rätebewegung, also Arbeiter- und Soldatenräte, die sich vor allem in Ostösterreich bilden, die nicht nur von Revolution reden, sondern die auch meinen. Also für die ist Revolution ein Kampfbegriff für eine echte Revolution, wie sie eben in Bayern und Ungarn 1919 auch stattfindet. Allerdings steht diese revolutionäre Bewegung stark unter dem Einfluss der Sozialdemokratie, vor allem der Mitte und dem rechten Rand der Sozialdemokratie, die zwar auch von Revolution reden und sozusagen den revolutionären Schwung mitnehmen wollen, aber das als Kampfbegriff für eine Sozialreform verwenden wollen und sich auf jeden Fall dagegen wenden, eine volle Revolution in Österreich durchzuführen. Also die Sozialdemokratie ist eine disziplinierende Kraft im Hinblick auf diese linke revolutionäre Bewegung. Und auf der anderen Seite, auf der christlich-sozialen und deutschnationalen Seite, wird auch von Revolution gesprochen, aber da ist Revolution ein Kampfbegriff für die Gegenrevolution. Das heißt, wir müssen uns mobilisieren gegen die Revolution, die da in Wien und in anderen Industriereviren beginnt aufzuflammen. Also das ist die Konstellation, die wir nach Ende des Ersten Weltkriegs, in den ersten Nachkriegsjahren haben und die insgesamt
zwar revolutionäre Phänomene hervorbringt, aber die Revolution im vollen Sinn aufgrund der disziplinierenden Rolle der Sozialdemokratie eben verhindert wird. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Ich danke Ihnen fürs geduldige Zuhören und würde mich freuen, wenn sich aus dem Gesagten noch einige Fragen oder Kommentare ergeben. Dankeschön.